Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring. Ja, wir haben hier beim letzten Mal hier diesen... Ich bin nicht reingetappt. Das wollte ich zeigen. Hier diesen Wald der Ahnen zu Genüge erkundet und hier auch den Ahnengeist besiegt. Ich glaube, so hieß er. Und dann schauen wir mal, ob wir hier durch runterspringen, weiterkommen. Hier sind auf jeden Fall viele Blutflecken. Aber das erscheint mir hier sehr verdächtig. Auch, dass hier dieser Ort der Gnade, ehrlich gesagt, ist. Dann schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Okay. Immerhin, das haben wir geschafft. Die Musik ist gleich wieder eine andere. Ja, sieht ja schon auf jeden Fall ein bisschen... more tricky auf jeden Fall aus. Okay, ich glaube, wir hätten nicht springen müssen. Wir hätten uns, glaube ich, auch einfach fallen lassen können. Aha, da ist ein Item. Okay, hier an der Stelle ist halt mal wieder so der Punkt, ich muss sehr aufmerksam sein. Wo kann ich mich fallen lassen, wo nicht? Und ich glaube, wir müssen hier hinten entlang. Hier sieht es nämlich gar nicht gut aus. Ich versuche auch mal, nicht so viel Online-Nachrichten auch zu lesen. Heilige Stätte der Nacht. Ui. Um auch mich nicht zu sehr zu spoilern, mir das selbst zu erarbeiten. So. Verjüngende Boli. Das müssen wir mal hier eben anschauen. Gibt es einen Alterungseffekt? Also, offensichtlich. Todespest. Ah, okay. Cool. Ich vermute, wenn wir hier sowas bekommen, dass wir hier dann jetzt auch auf diesen Effekt bald treffen werden. Okay, ich glaube, das hier ist so ein bisschen so nur ein Weg, den wir bisher gehen können. Scheint jetzt hier nicht wirklich auch Abzweigungen zu geben. Okay. Ich glaube, ich mache auch mal meine Laterne an. Warum? Also, lebten in Nokron so große Menschen? Ich glaube nicht, weil die Türen sind dementsprechend nicht groß genug. Aber warum sind hier wie aus Gestein so Menschenüberreste, die herausragen? Das ist ja... Okay. Irgendwas hat sich getan. Oh, okay. Ist sie jetzt einfach gestorben? Ich weiß nicht, was das war, ja? Ich wollte es erstmal beobachten. Oh, ein Runenbogen, schön. Oh, ich vermute, dass man hier auch rüberspringen kann. Ich weiß nur noch nicht, ob ich mutig genug bin, es zu versuchen. Jetzt gerade kommt da auch, ups, kein Item mir ins Auge. Ja, okay, da war offensichtlich einer. Ist auch rumgerannt. Bin ich bereit, hier runterzufallen? Wahrscheinlich schon. Okay. Okay, perfekt. Haben wir geschafft. Schauen wir mal, ob es hier was... Oh mein Gott, wir werden tatsächlich belohnt. Himmelsstau. Okay, brauchten wir bisher, glaube ich, noch nicht. Aber es schadet wahrscheinlich nicht, es zu haben. So... Schauen wir nochmal auf die andere Seite. Müssen wir natürlich auch wieder zurückspringen können, aber ich glaube, zurück ist leichter. Wir könnten auch versuchen, auf das Dach hier zu springen, ne? Ja, offensichtlich schafft man es da auch drauf. Die Geister spoilern schon auch ein bisschen. Ich könnte natürlich online ganz deaktivieren, aber eigentlich mag ich die Online-Erfahrung. Lichter hoch. Oh, Kinas, will ich da hoch... Diesen Sprung traue ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht so zu.
Okay, doch. Okay. Ah, ich muss mutiger in meinen Sprüngen sein. Na gut, wir bekommen hier nur eine Silbertränenhülle. Ah, dann gehen wir mal wieder zurück. So, okay. Das hat doch gut funktioniert. So, jetzt müssen wir hier auf diese Kuppel springen. Zum Glück hat sich da dieses was auch immer selbst erledigt. Oh mein Gott, ich hätte zu weit springen können. Ne? Puh, das war more tricky als erwartet. Was für ein Dampf ist das? Ach so, oh mein Gott. Du wirst zu einer Befleckten. Oh, das wird, glaube ich, jetzt sehr unangenehm hier unten. Ja, die Imitator-Trainer hat uns darauf vorbereitet, würde ich sagen. Okay, also aufmerksam jetzt sein. Oh, ich glaube, ich habe mir die Anrufung für Vergiftung und all das immer noch nicht geholt, ne? Oh. Ah, mein Auge zuckt. Sehr unangenehm. Okay, ja, wir werden hier drauf springen können. Muss ich mich auch wieder fragen, ob ich das machen möchte. Eieieiei. Okay. Vielleicht müssen wir sogar. Ich schau mal, ob wir hier überhaupt weiter kämen. Und ich glaube nicht. Ah, wir müssen da drüben rüberspringen. Oh, diese Sprungerkundungen. Na, wenn man danach voll in den Tod segelt. Ah, sind nicht hundertprozentig meins, weil ich immer dann gerne ganz nah wieder einen Ort zum Wiedereinstieg hätte. Aber dann muss man das alles natürlich dann wieder machen, was ja auch nicht schlimm jetzt ist. So, schon. Okay, haben es hier hochgeschafft. Ja, die Belohnung ist eher mau hier. Aber wir können auch nicht erwarten, dass hier überall ein tolles Item wartet. Gut, hier kommt man sicher runter. Darüber kann ich mich nicht beschweren. Oh, da werden wahrscheinlich dann viele nachher uns imitieren haben. Das wären interessante Kämpfe. Wahrscheinlich dürfen wir sogar na, sag schnell. Geisterasche verwenden, so. Das ist, was ich sagen wollte. Ich wollte keine Online-Nachrichten. Hier wäre ich aber jetzt auch nicht runtergesprungen, wenn ich ehrlich... Oh, das sind so viele von den Dingern. Oh, ich höre einen Skarabäus. Okay. Sondieren wir mal kurz das Gebiet. Wir wollen ja nicht hier einfach in den Tod springen. Ich meine, da war so ein Schleimi-Ding auf dem Boden, aber es sieht mir hier ein bisschen zu gegnerarm aus. Da wird uns bestimmt gleich was überraschen. Bin ich ziemlich sicher. Kann ich hier überhaupt runterspringen? Ah, doch, ich glaube schon. Ich kann hier echt nicht von Wohlfühlen sprechen. Wenn ich diese Kugel schon sehe, ne? Ich verrate euch jetzt schon, die wird uns gleich hier irgendwo verfolgen. Hier ist irgendwo ein Gegner. Ein schwarzes Schleifmesser. Da ist er! Er ist Skarabäus! Er ist Skarabäus! Ja, Skarabäus. Ah, das könnte unser Tod sein. Könnte aber auch echt einfach nur ein NPC sein. Ah, und hier ist halt noch nirgends ein Wiedereinstiegspunkt. Ah, da unten sind Gegner.
Das ist doch ein Gegner. Aha. Hundertprozentig. Das wird kein NPC sein. Das sieht auch sehr ähnlich aus wie... Ich würde jetzt mal erstmal Person sagen. Die Person hinter hier der Barriere, wo man einen Steinschwertschlüssel oder zwei für verwenden kann. Wir verwenden das natürlich. Gehen davon aus, dass das ein Gegner ist. Ja. Imitator-Tränenasche. Oh, das könnte cool sein. Aber ich glaube, die sind sehr stark. Die haben auch diese, ich nenne es mal Peitschenklingen. Oh, was ist das hier? Also Nokron ist schon interessant. Okay, das sind hier alles wohl keine Truhen zum Öffnen. Man öffnet das hier mit Steinschwertschlüsseln. Für diese Imitator-Tränenasche. Und ich bin ehrlich, die interessiert mich sehr. Ich glaube, die werde ich sogar aufrüsten, dass wir so eine dritte haben. Ich glaube... Oh, Schmiedesteine, Stufe 3, okay. Scheint auch lohnenswert zu sein. Ja. Okay, hier will ich gucken. Muss ich hier gegen... Okay, nein. Das ist nichts Interessantes. Mhm. Okay, wo lang als nächstes? Ich würde mal vermuten, hier weiter. Oh mein Gott, oh Nokron, was ist mit dir passiert? Oh, wir müssen direkt runter, ne? Ja, wie gesagt, da ist ein Gegner, das habe ich schon gesehen. Das sieht mir auch nicht nach einem schwachen Gegner aus. Die Kugel ist ein Gegner? Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Ah! Oh nein, da sind noch mehr! Bitte sag mir, dass ihr meine Kasse war alles. Nein. Ist nicht. Oh nein. Oh Leute, das wird richtig unangenehm. Oh Gott. Ja. Eieieiei. Okay. Oh, warum springe ich? Oh Leute. Die Kugel ist ein Gegner. Ach, falsche Richtung. Die Kugel ist ein Gegner? Nee, hey, warte. Muss ich mal kurz hier mein Gehirn wieder einschalten. Wo ging's lang? Wo ging's lang? Brain not braining, Hier? Ging's hier lang? Ich glaub schon. So. Ja, war eine Imitator-Trainer, die Person. Oh mein Gott, das war viel zu knapp. Oh, hat er mich erwischt? Kann ich dich bitte treffen? Okay, wenn es runterfällt, ist gut. Ja, das wird hier noch witzig. Ich glaube, wir werden hier in Nokron eine Menge Spaß haben und eine Menge Tode sammeln. Ja. Oh, wahrscheinlich am meisten auch noch, weil ich dann ab einem gewissen Punkt ungeduldig werde. Das kennen wir ja schon. Ich Idiot.
Naja, gut. So viele Runen haben wir, glaube ich, auch gar nicht verloren. Es waren irgendwie 7000 oder sowas. Ist okay. So. Dann. Oh mein Gott, das war viel zu knapp. Ein Imitator-Trainer ist weg. 2000 Runen haben wir. Oh Gott. Ah, nein, 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 ich will ausweichen. Kannst du nicht mit deiner Keule angreifen? So. 2000 Runen geben den Namen. Okay. Und dann dürfen wir gleich wieder unseren Kampf gegen eine Kugel machen. Das ist für mich immer noch so absurd. Gegen eine Kugel. Ich dachte... Ja, ich weiß auch nicht, was ich dachte. Ups. Naja, gut. So, ich würde gerne dich hier zuerst erledigen. Weil du des Todes unangenehm bist. Ach Mist. Auf die Kugel sollte ich trotz alledem achten. Nein! Nein, 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 nein. Kannst bitte wieder stehen bleiben. Ich habe das Gefühl, ich muss sie angreifen. Wir werden zerquetscht werden. Ich kann nicht sehen. Okay. Lass mich mal hier ganz kurz. Nervig. Darf ich den für mich nervigsten Gegner vorstellen? Eine Kugel! Ich weiß nicht. Oh. Oh. Gut. Oh, wenn jetzt gleich kein irgendwie Marikas Pfahl oder. Ich weiß nicht, Ort der Gnade kommt, ne? Oh. Dann gnade dir Gott. Ah, Gott, eine Kugel. Ich glaube, beim nächsten Mal können wir auch dran vorbeilaufen. Oder versuchen. Oh, ein Ort der Gnade. Okay. Danke. Ich wurde erhört. Ja, da, ich habe schon die 1000 Larventränen hier jetzt gesehen. Sind an dem Ort. Ach, Larventränen. Was seid ihr? Wie auch immer. Imitator. Dingsies. Gedönses. Gedönses. Wie viele Runen haben wir? Okay, 7000. Naja, gut. So. Ja, ich weiß nicht, was hier jetzt besser ist. Ob es die Wölfe sind. Ich habe keine Ahnung. So. Das wird jetzt hier ein Kampf, ey. Schon immer mal so ein na sag schnell so ein Colosseum Battle Royale Kampf in Elden Ring haben. Nein, der hat ein Schild. Leute, wenn ich gegen eins absolut unmächtig bin, dann gegen Leute mit Schildern. Aber dieser Ort hier ist doch gemacht, um einfach zu sterben, oder? So. Wir sehen, Schildmann hat hier alles unter Kontrolle. Ich glaube am besten... Ah, ich wollte nichts trinken, ist es. Ach, ich habe schon wieder Trank benutzt.
wollte Y drücken. Das ist schon lange nicht mehr passiert, dass ich die falsche Taste benutzt habe, ne? Okay, wer von euch ist alles hier schon wieder ein Imitator? Nein, nein. Nein, nein. Warum löst ihr euch auf? Hier ist doch noch ein Gegner. Was zur Hölle bist du? Nein! Wo sind meine Wölfe? Wenn ich eins hasse, dann sind es Riesen. Und das weiß jeder. Ich wollte gerade ausweichen. Mann, du Riese, ich hasse dich mit Leib und Seele. Nein, ich wollte gerade ausweichen. Oh Gott. Heute bin ich aber auch ungeduldig. Nein, jetzt nicht wieder deine Schwerterkacke. Nein, ich hasse Riesen. Sie haben mich geprägt. Ja, ist nicht schlimm. Ich weiche heute irgendwann auch wieder aus. Ich verspreche es. Oh. So, weg mit dir. Okay, jetzt müssen wir hier aber nur mal ganz kurz schauen, ob es hier nicht Items irgendwie gibt, die ich übersehen habe. Jetzt im Eifer des Gefechts. Oh, no God. Okay, wir haben den Riesen. Das hier unten war auch deutlich weniger schlimm, als ich tatsächlich erwartet hatte. Ich dachte, da würden wir jetzt gegen wer weiß wie viele quasi Befleckte kämpfen. Na komm, lass mich raten. Du faselst hier was von wegen versteckter Eingang, aber hier ist gar keiner. Boah, bin ich gut. Boah, ich bin so gut. Ich vermute, dass es hier schon ein paar versteckte Eingänge gab, die ich nicht gesehen habe. So, hier gibt's noch was. Warte, das hier wäre auch so ein komischer Ort für einen versteckten Eingang. Ich weiß nicht. Hier bekomme ich überhaupt nicht so das Gefühl für einen versteckten Eingang. Hier, ich sag mal, hier vielleicht. So, keine Ahnung, wohin es dann gehen sollte, aber... Ne, okay. Aber nee, hier... Das habe ich jetzt nicht im Gefühl. So. Was erwartet uns hier nächstes Schlimmeres? Jetzt bin ich natürlich versucht. Hier ist ein blödes Portal, ne? Das Problem ist nun aber der Ort der Gnade. So. Weil ich muss durch all diese und den Riesen wieder durch, wenn ich hierher zurückkehren möchte. Das ist jetzt so eine Sache, ne? Schauen wir erstmal, was da drin ist. Ob wir vielleicht das Portal sogar nutzen müssen. So, ja, okay. Wir müssen das Portal nutzen. So, was haben wir hier? Leute, das schimmert. Fingertöterklinge? Das ist ein Schlüsselobjekt. Das müssen wir uns anschauen. Das ist ein Schlüsselobjekt. Jo. Versteckter Schatz der ewigen Stadt Nokron. Der verborgene Schatz der ewigen Stadt Nokron. Eine aus einem Leichnam geborgene Klinge. Ich dachte, wir haben eine Schatztruhe, nicht einen Sarg geöffnet. Ups. Dieser blutgetränkte Fetisch? Okay. Beweist den Hochverrat der ewigen Stadt und symbolisiert gleichzeitig ihren Niedergang. Kann von Schicksalslosen nicht geführt werden, soll aber dem höheren Willen und seinen Vasallen schaden können. Was sind Schicksalslose?
Also, Rani hat wohl ein Schicksal. Das haben wir so erfahren. Okay, wohin führt uns das? Ich weiß, wir müssen noch in eine andere Richtung. Müssen wir noch gehen? Ah, okay, ja, kein Ding. Wir bekommen die Gelegenheit, das andere abzudecken. Okay. Ich habe vergessen, wie viele Runen wir haben. Okay, 14.900. Okay, dann machen wir es uns ein bisschen schneller kurz. Da an den Quallen vorbei, das haben wir. Sind jetzt dann hier quasi okay. Und werden dann jetzt in die Richtung weiter erkunden. Auch wenn ich nicht weiß, ob das, was wir jetzt gefunden haben, schon das ist, was Rani möchte. Aber wir haben auch Blight noch nicht getroffen. Das erscheint mir sehr untypisch, Blight absolut gar nicht hier in Nokron anzutreffen. Deswegen, ja, wir werden mal schauen, wie wir hier so weiterkommen, weil der Ort der Gnade wird hier ja nicht einfach so aus Jux und Tollerei sein. Wir können ja direkt mal Runen wegwerfen und schauen, ob wir da hinkommen. Ich weiß nicht, ob das geplant ist. Soll man das so machen? Okay, merken wir uns ganz kurz. Und dann, ich weiß, dass wir noch hier irgendeinen Ort in Nokron mit den magischen Steinschwertschlüssel erkunden können. Das machen wir dann ein andern Mal, wenn wir hier so grob durch sind, würde ich sagen. Also bei den vier Glockentürmen. Ja, okay, die Folge würde ich sagen, beenden wir hier an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!